Hallo, liebe Leute, und willkommen bei Me Improved. Ist ein bisschen spät, aber ich habe mich selbst verpflichtet, mal wenigstens ein Video pro Woche zu machen. Also muss es heute hier im Schattenland irgendwie sein. Heute werde ich noch einmal über den Bulletproof Coffee sprechen. Ich habe da einen Artikel geschrieben. Ich verlinke den in der Beschreibung. Der hat eine hohe, also der wurde zumindest häufig geteilt, beziehungsweise der hat dann viele Aufrufe bekommen und das hat mich dann gefreut und nicht wenige haben dann auch, also haben die Argumentation dann angenommen. Andere Leute haben natürlich dann gesagt, Mensch, aber der Bulletproof Coffee ist doch nicht so schlimm oder haben eben gesagt, ich bleibe irgendwie dabei. Aber was mir aufgefallen ist, dass bisher keine guten Argumente dagegen gekommen sind. Also es gab Leute, es gab einige Leute, die haben eben gesagt, ja, Bulletproof Coffee ist doch gut. Und ich meine, wenn jemand einfach nur sagt, ja, Pech, ich mache es trotzdem, also ich habe den Artikel zur Kenntnis genommen und die Argumente gegen den Bulletproof Coffee dann eben auch zur Kenntnis genommen und tja, scheiß drauf, ja, das ist tja, Pech, ne? Ah, Moment, ich setze mich mal bequem hin. Das ist dann, tja, das müssen die Leute halt machen, wie sie dann für richtig halten. Aber es gab einige Leute, die haben das Argument der Mikronährstoffdichte, also es gab zwei Argumente, die meiner Meinung nach nicht ernst genommen wurden. Woran das liegt, ob ich das falsch rübergebracht habe oder ob Leute das eben nicht so aufmerksam gelesen haben, spielt erstmal keine Rolle. Es ist erstmal so gewesen. Argument 1, das mit der Blutverklumpung. Das ist ein Experiment von, boah, ich weiß gar nicht mehr, von 1955 oder so. Da hat man die Leute einfach einen Becher Sahne trinken lassen oder ein Glas Sahne und hat dann hinterher geprüft, wie die Reaktion an ihm ist. Und im Grunde kann man sich vorstellen, die haben einfach, das Blut war einfach nur noch fettige Schlacke. Nicht ganz so extrem, aber es war auf jeden Fall schon eine überraschend große Veränderung dann im Blut direkt danach. Und das waren Angina-Patienten, das bedeutet, das waren Patienten, die mit Herzproblemen zu tun hatten und so Herzstechen und solche Symptome hatten. Und im Wesentlichen hatten alle Patienten direkt dann, also in der Folgezeit, in den paar Stunden danach, Herzattacken. Und natürlich kann man jetzt sagen, ey, aber ich habe kein Herzproblem, aber man läuft dann eben mit diesem Problem eben herum. Und die Frage ist, okay, was ist das jetzt ein Problem für mich? Ich würde sagen, weiß ich nicht. Also kann man daraus nicht schließen, weil man, ich habe bisher nichts gefunden mit gesunden Patienten, also der Bulletproof Coffee, also ich habe zumindest noch keine richtige Bulletproof Coffee Studie gefunden zu dem ganzen, also zu dem Blut und so. Und eine Studie von Dave Asprey will ich ungern da anführen oder auch keine von ihm finanzierte Studie. Das ist auf jeden Fall ein erhebliches Problem. Und das andere Problem, wo viele Leute meiner Meinung nach den falschen Ansatz gewählt haben, um das Ganze zu betrachten, war das Ding mit der Mikronährstoffdichte. Und ich habe da ein einfaches Beispiel, das ist jetzt aus meinem aktuellen Buchprojekt so herausgegriffen, weil vielen Leuten eben auch nicht bewusst ist, wie das denn eben mit der Mikronährstoffdichte ist. Und ich habe dann eben auch das nochmal beim Olivenöl angeführt. Und ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel dazu ausgearbeitet. Ich habe mir einfach ein Beispiel jetzt eingefallen. Nehmen wir an, ihr führt so und so viele Kalorien zu, sagen wir 100 Gramm Glucose. Ich weiß, es ist kein Fett, aber das Beispiel funktioniert erstmal so. Ihr führt 100 Gramm Glucose dazu. Diese Glucose muss natürlich verstoffwechselt werden. Damit die Glucose verstoffwechselt werden kann, brauchen wir zum Beispiel Magnesium. ATP liegt in der Zelle, also die Energiewährung der Zelle liegt in der Zelle. Oh Gott, zu viel Zelle. Naja, das ATP liegt auf jeden Fall nur gebunden an Magnesium vor. Das bedeutet, ohne Magnesium keine Energie in der Zelle. Da sehen wir auch, dass Energie etwas anderes ist als bloß physikalische Energie. Denn wenn wir Energie in der Zelle haben wollen, dann genügt es nicht einfach nur quasi Glucose reinzupumpen oder Fett oder was auch immer, sondern wir brauchen dazu auch die Kofaktoren, denn sonst steht einfach keine physiologische Energie zur Verfügung. Deswegen hat sagen wir mal, ein weißes Brötchen nicht so viel Energie, wie eben draufsteht. Problem ist dann einfach nur, dass das energetisch eine andere,
einen anderen Effekt hat. Und obwohl da wenig Energie drin ist, ist ein weißes Brötchen zum Beispiel sehr, sehr fettfördernd. Das ist ein interessantes Paradox, auf das ich jetzt nicht näher eingehen will. Auf jeden Fall sollte das am Beispiel von ATP klar sein, dass wenn ATP, also wenn Magnesium nicht vorliegt und ATP, also Energie nur gebunden an Magnesium vorliegen kann da sein kann, dass es eben auch keine Energie in der Zelle gibt, wenn es eben auch kein Magnesium gibt. Das kann man auch leicht feststellen, indem man einfach Ratten Magnesium vorenthält. Und dann haben die im Wesentlichen Probleme mit dem Energiestoffwechsel, die ATP-Konzentration, die sinkt in der Zelle und die haben Störungen im Fettstoffwechsel, Störungen im Glukosestoffwechsel. Und auf jeden Fall ist das eben da. Das bedeutet, wir brauchen auch noch Magnesium für die Mitochondrien zum Beispiel. Da sind einige Enzyme, die sind abhängig vom ATP, vom Magnesium. Und wenn die Glucose, die wir jetzt zuführen, auf einen guten Stand von Magnesium eben treffen, dann passiert zum Beispiel, also das ist eine mögliche Ursache, entstehen mehr Sauerstoffradikale. Und das ist eigentlich bis zu einem gewissen Grad kein Problem, manchmal sogar auch erwünscht. Aber das belastet das System natürlich und ich glaube nicht, dass Magnesiummangel ein guter Grund für freie Sauerstoffradikale sind. Also was anderes ist zum Beispiel Ausdauertraining. Und das Gleiche können wir jetzt generalisieren. Was passiert denn, wenn wir Makronährstoffe zuführen? Wenn wir im Wesentlichen energiereiche Substrate eben wie Fett oder Kohlenhydrate zuführen? Wir erzeugen, indem wir das zuführen, also indem wir diese Dinge zuführen, erzeugen wir einen Mikronährstoffbedarf. Das bedeutet, sagen wir, du hast 100% von deinem Magnesium gedeckt mit 2000 Kalorien. Und jetzt isst du einfach mal 500 Kalorien extra. Dadurch steigt dein Magnesiumbedarf. Das heißt, wenn du diese 500 Kalorien extra zuführst, dann brauchst du mehr Magnesium. Das bedeutet, in dem Augenblick, wo du Makronährstoffe zuführst, in dem Augenblick entsteht ein Bedarf an Mikronährstoffen. Das ist notwendig. Das können wir einfach an der Arbeitsweise von Mitochondrien sehen. Das heißt, die Mikronährstoffe werden einfach aufgebraucht. So entsteht auch ein Bedarf. Wir können es nicht ewig recyceln. Und das bedeutet, je mehr Kalorien im Wesentlichen, je mehr Kalorien du zuführst, desto mehr Mikronährstoffe brauchst du auch einfach. Das bedeutet, wir können nicht so denken, okay, ich habe irgendwie einen Bedarf an 600 Milligramm Magnesium pro Tag und führe die eben einfach zu und dann kann ich mir ein Kilo Butter reinziehen, ohne dass es irgendwas macht. Das ist falsch. Denn das Kilo Butter muss ebenfalls verarbeitet werden. Und wenn das Kilo Butter eben nicht mit den ganzen Dingen einhergeht, wie zum Beispiel eben Magnesium, wie allerlei andere Kofaktoren und also im Wesentlichen Vitamine und Mineralien, dann kriegt man eben Probleme. Die Probleme kriegt man natürlich bis zu einem, also immer in Relation. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, einen Bulletproof Coffee, wie man das immer so nennt, einfach nur als Übergang mache und mir einen Teller, einen kleinen Löffel Kokosöl reinmache und einen kleinen Löffel Butter, den dann richtig durchquiele und dann trinke, ist was anderes, als würde ich einen echten Bulletproof Coffee machen. Denn so wie er vermarktet und designt wird, vielen Dank nochmal an, war das Adnan? Du weißt es, du hast den Kommentar dann im Artikel geschrieben. Das ist ein gewichtiges Argument. Der wird nämlich nicht vermarktet als Geschmacks- oder als Genussmittel, sondern der wird vermarktet als Nahrungsersatz. Und das ist das, was die meisten Leute berichten. Die sagen, ey, wenn ich den morgens trinke, habe ich Energie und keinen Hunger. Das heißt, wenn man eine Mahlzeit, also die Kalorien auch entsprechend so ersetzt, dass man sie aus Butter und Kokosfett oder noch schlimmer MCT-Öl, dann also mittelkettige Fettsäuren oder reine mittelkettige Fettsäuren, also noch künstliches Produkt als Kokosöl, das ohnehin schon ist, zuführt, dann ist das eine eindeutige Verschlechterung der Ernährung. Man kann sagen, okay, ich nehme es in Kauf. Frag dich natürlich, ob man dann, ob die entsprechende Person dann die Kosten richtig bedacht hat, aber das ist was anderes. Dann kann man sagen, ja, scheiß drauf, ich weiß, dass es keine gesunde Praxis ist, aber ich mache es trotzdem, denn ich verspreche mir den und den Effekt und hoffe nur auf diese und diese Kosten und rechne eben Kosten und Nutzen eben aus und sage, ey, das ist eine gute Handlung für mich. Aber zu behaupten, dass der Bulletproof Coffee gesund ist, ist schlicht ergreifend falsch. Und besonders am letzteren Argument können wir einfach sehen, dass es in jedem Falle problematisch ist.
man kann das ein bisschen quasi hin und her schieben und ausgleichen. Also Butter zum Beispiel ist natürlich ein Lebensmittel, oder beziehungsweise Butter ist einfach eine Mischung aus einfach gesättigten Fettsäuren und gesättigten Fettsäuren und zu einem geringen Teil dann mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das bedeutet, dass das normalerweise ein Lebensmittel ist, was in Kombination mit verschiedenen fettlöslichen Vitaminen vorkommt, die aber in der Butter übrigens nicht so viel drin sind. Also das könnt ihr einfach mal gucken, Nutrition Data Self oder welche Datenbank ihr benutzt. Vergleicht einfach mal die Kalorien, die ihr mit der Butter im Bulletproof Coffee zu euch nehmen würdet, mit den Kalorien, die ihr zum Beispiel in Form von Ei zu euch nehmen würdet, und vergleicht, wie viele Nährstoffe tatsächlich in der Butter drin sind und im Vergleich dazu im Ei. Und ihr werdet da überrascht sein, vor allem sind auch im Ei andere Dinge drin, als da angezeigt werden. Also da sind noch nicht essentielle Nährstoffe drin. Zum Beispiel auch Cholin wird da auch nicht, also wird da einfach nicht angezeigt, und Eier sind eine ganz wunderbare Quelle an Cholin, was wiederum wichtig ist für den Leberstoffwechsel. Acetylcholin ist ein Neurotransmitter, was eben auch wichtig ist, und so weiter. Das heißt, Butter ist erstens immer eine schlechtere Wahl, aber nehmen wir mal an, ihr bratet, okay, Butter sollte man nicht zum Braten hören, sagen wir, macht Leber, und darauf kommt ein Stück Butter, was ihr schmelzen lassen wollt, einfach für den Geschmack. Das ist etwas anderes, denn Leber ist so over the top, dass ihr im Schnitt dann innerhalb der Mahlzeit natürlich dann eine sehr hohe Mikronährstoffdichte macht. Ihr macht das Essen zwar ernährungsphysiologisch schlechter, aber im Schnitt habt ihr immer noch ein super geiles Ding, weil es eben so reich an Mikronährstoffen ist. Und die Makronährstoffe, also die Energie, dann in einem guten Verhältnis dazu stehen. Was anderes ist es natürlich, wenn ihr euch es zur Gewohnheit gemacht habt, jeden Morgen Bulletproof Coffee zu trinken, in dem Glauben, dass ihr dadurch länger nicht essen könnt oder dann mehr Energie habt. Denn es gibt zwei Effekte oder zwei Gründe, weshalb das so ist. Oh Mann, ich laber schon lange. Naja, es gibt zwei Gründe, weshalb das so ist. Erstens, dadurch, dass da halt Fett drin ist, wird das Koffein einfach nicht sofort in den Blutstrom gegeben und ihr habt keinen Kick, sondern ihr habt eine lang anhaltende Energie. Das hat nichts mit dem Bulletproof Coffee zu tun, sondern es hat was viel mehr damit zu tun, dass ihr einfach vorher was gegessen habt. Was anderes, ihr könnt mal Kaffee einfach zu einer größeren Mahlzeit essen, da werdet ihr auch keine so krasse Spitze haben. Das zweite ist, was war denn eben das zweite? Ach so, ich habe es einfach vergessen. Das Video ist sowieso schon viel zu lang. Falls mir es noch einfällt, trage ich vielleicht nach, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das ein bisschen zur Aufklärung beigetragen hat. Mahlzeit ersetzen. Ne? Also viele Leute sagen dann eben, ja, aber dann halte ich es eben bis zum Mittag aus, und ohne Mittagessen, ohne Frühstück, ohne irgendwas im Bauch, halte ich es eben nicht aus. Eine Bulletproof Coffee hilft mir beim Fasten. Das ist grundheraus falsch, denn der Bulletproof Coffee, der verdeckt dann einfach ein Problem. Denn wenn man nicht so lange fasten kann, das heißt, wenn man nicht so lange aushält, ohne etwas zu essen, dann sollte man es schlicht und ergreifend einfach nicht tun. Denn Fasten ist ein Stressor, und wenn man diesen Stressor überdeckt durch Koffein, das übrigens auch den Appetit zügelt, das heißt, man merkt einfach nicht, dass man eigentlich Hunger hat. Das ist einfach das Gleiche, als hätte man Kopfschmerzen und würde man von einer Kopfschmerztablette nehmen. Das ist ungefähr so, als hätte man Probleme mit der Bremse, und als Lösung dreht man einfach die Warnleuchte einfach aus. Das Problem ist dann eben nicht gelöst. Und das heißt, in dem Augenblick, wo man Koffein trinkt, um länger fasten zu können, in dem Augenblick hat man einfach nur die Warnleuchte einfach ausgedreht und hat dann schlicht und ergreifend die entsprechenden Probleme, die können ganz verschieden sein. Also das profanste und das langweiligste Problem ist zum Beispiel erhöhter Muskelkatabolismus. Fasten ist kein Problem für den Muskelaufbau, solange man während der Fastenphase genügend Zugriff auf seine körpereigenen Reserven hat. Wenn man müde wird, Hunger hat, also sehr starken Hunger und solche Sachen, und man nach 2 oder 3 Wochen merkt, okay, ich habe immer noch diesen Hunger, also es ist nicht nur quasi die biologische Uhr, die da einfach tickt und sagt, okay, 9 Uhr, ich brauche jetzt mein Frühstück, dann sollte man auch einfach nicht fasten, dann ist das zu viel und es belastet den Körper in einer negativen Weise, denn fasten muss man können. Das heißt, vorher muss man sich die metabolische Flexibilität angeeignet haben, um fasten zu können. Und der Bulletproof Coffee, der faked diese metabolische Flexibilität, der suggeriert einem Fastenfähigkeit, da wo keine ist, und man wird entsprechende Probleme kriegen.
kurzfristig oder langfristig, das ist von eben verschieden. Auf jeden Fall halte ich das für eine sehr ungesunde Praxis. Da habt ihr es, das Video ist mal wieder richtig lang geworden, obwohl ich mir nur 10 Minuten vorgenommen habe. Ich wünsche euch das Gute, vergesst das Teilen nicht, vergesst das Abonnieren nicht, vergesst all den ganz anderen coolen Social-Media-Kram nicht. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.